Herzlich willkommen zum zweiten Teil des perfekten Wern-Dinners. Und das sind unsere Kandidaten. Melly und David, die letzte Woche italienisch gekocht haben. Anna und Tim, die alles mit einer Portion Humor nehmen. Janis und Maya, mit der ostwestfälischen Genauigkeit. Und Juna und Torben, die asiatische Küche lieben und wir gespannt sind, was sie heute für uns zaubern werden. In der letzten Folge haben wir gesehen, was die Gäste bei Melinda und David zu essen bekommen haben und wie die Jury das bewertet hat. Ich bin nicht satt geworden, so richtig. Vorspeise und Hauptgang hat ein bisschen lange gedauert dazwischen. Eine Zeitlücke von mindestens 45 Minuten. Neun Punkte. 10 Punkte. Beide haben 28 Punkte gesammelt und dabei gut vorgelegt. Schwer zu toppen, was Melly und David hier vorgelegt haben. Machen es Luna und Robin heute etwas besser, was das Zeitmanagement angeht? Gestern wollten beide nochmal ihr Menü überarbeiten. Tja, kommen wir da überhaupt mit unserem Gericht morgen dran? Nee. Müssen wir schnell was abändern? Ob das eine gute Idee war, so kurz, bevor die Gäste kommen, alles über Bord zu werfen? Und wie reagiert die Jury dieses Mal? So, da haben sie sich was Gutes überlegt, muss man so sagen. Nur eine wunderschöne handgeschriebene Karte gesehen. Wir haben es aber auch nicht anders erwartet. Alle guten Dinge fangen bei einem Markt an. Also geht es zum Markt. Wir setzen jetzt auch hier auf den Markt und kaufen ein paar frische Lebensmittel ein. Genau, wir kochen nämlich mal wieder was ganz, ganz Leckeres, was wir jetzt noch nicht offenbaren. Oder genau. Ist das schon offenbart? Nö, das sagen wir noch Kennt nicht, ihr oder? Schon unser Menü? Nein. Ja, dafür kaufen wir jetzt erstmal ein, ne? Genau, also, los geht's. Ja, da sind die Zuschauer sicher gespannt. Richtig schön hier. So schön. Okay, dann lass uns einmal 100 Gramm Spinat nehmen. 100 Gramm Rucola und einen Salat. Ja, und den Frühlingszwiebeln. Ah. Aber nur einen. Genau. Wo geht es? Welche Folge? Dry one. Ja, und Pipa und Tola in Aceite. Ah. In Aceite. Okay. Hoffen wir mal, sie hat alles verstanden. Das Kochen kann beginnen. Hallöchen. Hallöchen. Kommen Sie mal rein. Ins Chaos hier. Hallo, Lei. So. Na, ihr zwei. Seid ihr schon am Vorbereiten? Wir sind schon am Vorbereiten. Sieht auch schon wild hier aus. Ja. Okay, was macht ihr denn gerade? Dürfen wir nicht verraten, weil der Kameramann hat noch nicht das Menü gelesen, weil wir das noch schreiben müssen. Kann er so viel sagen, wir haben hier Linsen gekocht? Aha. Ja. Ja, das könnt ihr mir ja schon mal sagen, das sehe ich ja sogar. Genau, du siehst Linsen, du siehst hier auch so ein paar Leinsamen. Ich sehe den Reisessig da hinten. Aha. Reisessig, aber siehst du Reis? Ich sehe aber kein Reis. Oh. Okay. Also es wird weiterhin spannend, was wir kochen. Okay. Habt ihr das Gericht schon mal gekocht? Teils. Aber naja, eigentlich so, eher wie weniger. Wir es heute kochen, haben wir es noch nie gekocht. Und deswegen ist es auch für uns das erste Mal. Und viele Sachen kochen wir auch zum ersten Mal. Soll ja auch spannend für uns sein. Ja. Wie gut seid ihr im Zeitplan? Ja. Ja, ich glaube, das ist... Wenn wir um 2 Uhr was Bestimmtes fertig haben, dann hat das noch genug Zeit, um... zu sein, damit man das dann später auch essen kann. Also wir sind eigentlich sehr gut in der Zeit. Wir sind sehr gut in der Zeit. Wann kriegen die Gäste denn das Menü? Ja, wir geben euch gleich mal das Menü rüber. Ja, das Chaos nochmal genauer anschauen. Sieht das hier immer so aus? Nein. Das ist eigentlich ein bisschen mehr strukturiert, aber heute? Heute nicht, weil heute kochen wir ja so viel. Wir kochen ja für 8 Personen unter verschiedene Gänge. Und da braucht man, theoretisch braucht man eine riesen Küche. Ja, aber ich gehört das Bett ja auch zur Küche dazu. Ja. Beziehungsweise Ablagefläche. Schön habt ihr es hier. Später sehen wir uns sicherlich nochmal auf einen Überraschungsbesuch. Ja, wir überraschen euch mit unserem Menü gleich. Dann will ich euch nicht weiter aufhalten. Bis später. Viel Spaß beim Kochen. Danke. Jetzt schnell raus, wir müssen hier. Sonst kommen wir noch in Zeitdruck wegen dir. Machst du alles extra. Bitte. Zack, zack, jetzt hier. Thank you.
Wir hatten aber gerade schon eine kleine Aktion, wo wir was verkackt Robin haben. Robin hat hier das zubereitet, damit ich hier das weitermachen kann. Und ich sagte die ganze Zeit, irgendwas fehlt da. Nein. Und dann habe ich hier schon das hier die ganze Zeit gemacht, 20 Mal. Und dann fällt ihm auf, oh, da fehlt doch was. Und dann musste ich alles wieder zurücktun. Und ja, das war blöd. Dafür ist es jetzt umso besser. Aber und danach geht es ans Menü, damit wir auch mal hier drüber reden können, was wir hier überhaupt machen. Also ja, Luna macht das noch fertig, schreibt das Menü und dann werdet ihr endlich wissen, worum es hier geht. So, ihr Lieben, das Menü ist für euch da. Dazu möchten wir euch gerne einmal mitteilen, dass ihr um 17.30 Uhr gerne bei uns an der Tür klingeln dürft. Und dann könnt ihr mit uns gemeinsam heute den Abend verbringen. Yay! Deswegen, einmal für euch. Viel Spaß! Danke! Wow! Habt ihr auch Bock auf das Menü? Ja, jetzt bringst du mir den Ball, Wilma, ne? Ja, Wilma versteckt sich hier mit dem Ball. Oh! Sieht aber schön designt aus. Wow, sieht aus wie gedruckt. Was erwarten wir uns von Luna und Robin? Keine Ahnung. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber ich erwarte asiatische Küche. Bei Luna und Robin erwarten wir, glaube ich, beide was Asiatisches. Mhm. Reisen Sie mit uns in die ferne Welt der Palmen und weißen Sandstrände. Wir möchten Sie heute Abend auf eine kulinarische Reise durch Asien mitnehmen und verführen Sie in ein geschmackliches Abenteuer. Zur Begrüßung wurde eben nochmal gesagt, 17.30 Uhr sollen wir klopfen. Frische Orange und Eis mit einem Hauch von Ingwer, Minze und dem süßen Duft der Tropen. Muy bien. Bei der Begrüßung schon das Wasser in uns zusammen. Also, dafür sind wohl die Eiswürfel in unserem Kühlschrank gedacht. Starter. Alle guten Dinge sind drei. Linsenbällchen in einem Traum von Teriyaki. Kung Pao. Blumenkohlrosen. Gefüllte Kohlröllchen, begleitet von einem hausgemachten Chili-Dip. Das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Also so gar nicht vorstellen, wie es schmeckt. Okay, Weil ich das alles nicht kenne. Gut, Teriyaki kenne ich. Teriyaki-Soße kennt man. Kung Pao Blumenkohl sagt mir auch nichts. Also Kung Pao sagt mir aber nichts. Ist auf jeden Fall schon mal ein krasser Unterschied zu gestern. Und ehrlich gesagt dachte ich, dass gestern nicht zu toppen ist. Aber asiatische Küche ist einfach so hundertprozentig meins. Oder unseres eigentlich, deins ja auch. Deswegen. Ja, bin ich sehr gespannt auf heute. Begleitet von einem hausgemachten Chili-Dip. Oh mein Gott. Oh wow. Hauptgang. Klassisch, aromatisch, verführerisch. Thai-Curry an einer hausgemachten Erdnusssoße mit knackig frischem Gemüse, mariniertem Tofu, umgeben von einer Creme Thailands feinster Kokosmousse. Wow. Das hört sich richtig gut an. Umgeben von einer Creme Thailands feinster Kokosnüsse. Was denn? Ich habe einfach gerade so Hunger, merkt man vielleicht. Jetzt schon. Sehr lecker. Ja. Und? Die Erdnusssoße von Robin kennen wir, die ist sehr gut. Muy bien. Da freue ich mich drauf. Dessert, kannst du wieder vorlesen? Das grüne Gold Asiens schenkt uns eine Fülle an Oxidantien. Antioxidantien. Einen gelebten Geist und rundet unsere Reise durch das Morgenland perfekt ab. Das bedeutet süße Matcha-Schnecken mit schwarzer Sesamfüllung werden von einem Matcha-Icing umarmt. Leing? King? Matcha-King? Was ist denn Matcha-King? Matcha. Umarmt, ja. Geil. Ja, was auch immer das Matcha. Naja, whatever. Ziemlich genau die Richtung, die wir erwartet haben. Ich freue mich aber richtig darüber. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Also gestern, wenn man das gelesen hat, dann wusste man so, in welche Richtung es geht und wie das schmecken wird. Aber hier
Thai-Curry, klar, das kann man sich schon auch vorstellen. Ja, aber da sind so viele Zutaten dabei, die ich gar nicht einordnen kann. Und ich glaube auch einfach richtig viele Kräuter, mit denen wir zum Beispiel einfach sehr selten kochen. Deswegen freue ich mich da richtig doll drauf. Cool, wir sind gespannt. Alter, Leute, was macht ihr da? Oh, die Karte sieht so schön aus. Unten drunter ist nämlich auch noch immer, wie sagt man das dann, in... Das sieht einfach aus wie gedruckt. That's Thai. I think immer da Thai. Unten. Ja, ich glaube, das haben wir so in der Kombination noch nie gegessen. Also ich habe auch noch nie Matcha irgendwas gegessen. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin gespannt. Ja, Hauptgang weiß ich, dass es gut ist. Begrüßung weiß ich auch, dass es gut ist. Es wird alles gut sein. Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin jetzt schon sehr neugierig. Ja. Wir freuen uns auf den Abend. Spaß, tschüss. Das sieht richtig aus, wie in so einem Restaurant sieht das Menü aus. Also wenn man sich irgendwo hinsetzt und man kriegt, es gibt immer nur ein Menü und das ist das Menü des Tages. Richtig schön, richtig schön. Sieht Hammer aus. Also dafür schon mal 10 Punkte. Jetzt haben wir noch eine Stunde und 15 Minuten Zeit, bis es losgeht. Oh, mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Ich hab schon so Hunger. Wir reisen also in die ferne Welt Asiens zu Strand, Sonne und Palmen. Eine Stunde später. Ah, hallo, ich zieh mich jetzt um. Wir haben noch 5 Minuten, dann kommen die ersten Gäste. Und ich bin perfekt im Zeitplan. Ja, hallo, die Gäste sind da. Seid ihr etwa da für unseren Thailändischen Abend? Hallo! Schön, dass ihr alle gekommen seid. Vielen Dank für die Einladung. Wir können gerne einmal vorbeischauen. Ja, wir möchten. Dürfen wir einmal reinkommen? Am besten lasst ihr auch Schuhe anfallen. Wir lassen die Schuhe rein. Also, es ist nicht so ordentlich. Ui, muy bien. Hier wird ja fleißig gekocht. Oh, Smello, guto. Smello, muy bien. Boah, das riecht so lecker. Das riecht ja wie in Thailand hier. Oh, guck mal nach hinten, die Kurulan-Röllchen. Junge. Oh, lecker. Das riecht ja gut. Das Wasser im Mund. Oh, wow. Da ist ja Zimt drin. Lecker. Obacht hier. Was ist das denn? Das ist selbstgemachter Eistee mit Orange, Minze, Ingwer und Sencha und ein bisschen Braunzucker. Was ist Sencha? Grüner Tee. Ja. Nehmt euch eure Gläser. So, jeder kann sich jetzt hier mal ein Glas schnappen. Ich würde das kleine. Danke. Wunderbar. Kopka. Savarika. Savarika. Melinda. Ja, dann lass uns. Ja, auf euer perfektes Dinner. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Sehr gerne. Ich hoffe, ihr habt ja. Aber hallo. Sí, claro. Muy bien. Oh. Und wenn jemand möchte, gibt es auch noch Cremant mit ein bisschen Schuss. Aber wir haben heute uns für die alkoholfreie Variante entschieden. Das ist okay. Schon mal ein Kuss. Boah, lecker. Richtig. Also mit Cremant schmeckt es auch sehr gut. Ach, unten, ne? Das hebt sich ab. Ich würde gerne mal das Glas schwenken. Oh, Sie sehen kann, bereitet ihr Decken vor. Habt ihr drauf vor, auf dem Boden zu essen? Also ich bin davon ausgegangen, ehrlich gesagt. So, Reise durch Thailand. Heute wird auf dem Tisch gegessen. Heute wird am Tisch gegessen, weil die Wettervorhersage sagt, es könnte windig werden. Und dementsprechend wollen wir ja hier uns kein Zeug holen, weil das zieht ja unter dem Auto her. Vor allen Dingen haben wir jemanden im Camp, der CR7 hat, der Janis. Und damit ist nicht zu spaßen. Oh, CR7, der Arme. Ja, es ist diagnostiziert worden vom Arzt und kann man nichts machen, ne? Muss man jetzt mit leben. Bekommen wir eine kleine Show-Einlage. Klar, aber eben keinen Ball.
Sonst natürlich. Sonst will ich natürlich ein bisschen was zeigen. Aber ohne Ball ist schwierig. Ihr seid auch sehr harmonisch beim Autofahren, ja? Ihr seid auch so. Kann natürlich alles sein. So, jetzt müssen wir ein bisschen die Zeit überbrücken vom Aperitif zum Vorspeise. Wir werden eine Runde fahren. Ja. Ja, Hanna, gute Idee. Ich hätte da was vor. Wie bewerten wir denn eigentlich so die Tischdeko? Ja, also die Steine sind super. Ist schon ein bisschen rumgekehrt. Ja, vor allem jetzt fürs Kartenspiel. Dafür müssen wir mal entfernen. Ja, fürs Kartenspiel könnt ihr gerne mal zur Seite. Punkt Abzug. Vor die Kamera. Also die Tischdeko kriegt von mir 10 von 10 Punkten. Sehr übersichtlich, oder was? Was magst du denn besonders? Vollmilchflaschen. Ich mag zum Beispiel diese sonnenaufgeladenen Steine. Oh ja, das ist ja typisch für die zwei, ne? Ja. Ja. So Palo Santo-Steine, ne? Der Gruß aus der Küche war Oh, ich werde mal dran riechen. Probier mal bitte. Wer kann scharf ab? Meinst du? Ich habe das gerade in den Mund genommen und musste es leider wieder aussprechen. Ehrlich? Ich habe nicht mal gekaut. So nein, scharf. So scharf. Ja, dann hör auf. Was ist hier denn los? Die wollen uns vergiften. Punkt Abzug! Komm. Oh, Spitze. Oh, Spitze. Spitze? Oh. Ist das scharf. Ich habe es euch gesagt. Oh, ist das scharf. Ja, jetzt aber nicht mit deinem Finger drin wollen. Oh, das ist aber ein scharfer Gruß aus der Küche. Guck mal, Tim hat da was am Auge. Kannst du das mal gerade wegmachen? Das Essen geht los. Juhu. Los geht's. Hey, ableit. Aber irgendwer hat das. Oh. Und wie sieht's Essen aus? Ja, ziemlich gut. Ja, Gas. Den Faden kann man natürlich nicht mitessen, ne? Das sieht das richtig gut aus. Achso, der ist nicht essbar. Kann man hier öffnen. Und was war das nochmal? Blumenkohl? Oh, Kung Pao. Kung Pao. Blumenkohlröschen. Spannend. Oh, die Linsenbällchen sind noch da. Was ein Fest. Oh, wow. Und ihr sagt gestern noch so, jetzt habe ich keine Ahnung. Wir müssen uns das mal verteilen. Das habe ich keine Ahnung. Oh mein Gott. Das ist hier Sterne schon. Aber gestern auch schon. Ja. Ich höre, wir machen nicht mehr mit. Wir lassen den kochen. Das ist unfair. Ja, stimmt. Da kommt dann ein Bock. Hallo. Hallo. Mich gerade an. Es gibt hier einen kleinen Wechsel zu jedem Gang, oder was? Ja, das ist noch extra, ne, für schöne Leggings. Und wie sind eure ersten Eindrücke nach dem ersten Gang? Seid ihr zufrieden? Ist gut, ich würde sagen, läuft sehr gut. Auch geschmeckt. Kann weitergehen gleich. Wir müssen jetzt hier wieder so arrangieren, die Teller. Und dann öffne ich gleich noch die Bar für kalte Getränke. Und ja, ich würde sagen so 5 Minütchen, 10 Minütchen. Jetzt geht's hier in die Endphase. Jetzt kommt noch ein bisschen frischer Koriander drauf und dann gehen alle Teller raus. Ja, wir haben 2 Flaschen, das passt. Geil. Originale Fritz Coke. Oh, das gibt Pluspunkte. Für Sie haben wir doch auch Tomatensaft. Ach so. Cool. Willst du? Ja, klar. Geil, aber das ist eine Kaffee noch. Oh. Hier, cheers. Typisch asiatisches Getränk. Was möchten Sie denn hier? Was gibt's denn noch? Die 3 Sachen. Und Wein. Eigentlich hatten wir Wein für euch auch gekauft. Möchten Sie Wein? Warte. Ja, geh mal her.
hier unten runter, so kannst du schneiden. Ich hätte gern ein Wein. Ah, für Sie habe ich auch was passendes. Ich hätte gern ein Weinchen. Ah, mhm. Oh, ja, mit Zitrone? Was? Ja, mit Zitrone auf jeden Fall. Dankeschön. Und zwar wollte ich mich einmal bei dem Erfinder des Ganzen bedanken, der Mann hinter der Kamera, David. Vielen lieben Dank. Ja, voll. Was? Ich habe nichts gemacht. Und ich hoffe, das Essen schmeckt euch und wir werden uns alle gemeinsam an diese Tage erinnern, weil das ist ja was ganz Besonderes. Und dementsprechend sagte ich zu Luna heute, es ist nicht von Wert, wie teuer etwas im Geld ist, Fritz Cola, sondern es geht um den Moment. Und wir werden alle daran zurückdenken und denken, da gab es Fritz Cola, also ein Ausblick zu so einem Essen, das ist es wert. Und deswegen, guten Hunger. Oh, okay. Das ist schwierig wegen Soße. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hochhalten soll. Das ist schwierig. Ja, komm. Prost. Könnte ein bisschen kalt sein. Da ist noch Frühlingsrollen und noch der Reis, der da drin ist. Könnt ihr gerne nutzen. Peanut, Chili und Koriander. Ihr Lieben, lasst euch schmecken. Oh, gut. Das ist noch das Schöne. Salz. Sag mir mal kurz, was das für eine Soße ist. Thai-Koriander. Ach ja, richtig. Ich meinte zu Luna heute noch, ach, wir machen mit Refill, aber alles ist leer. Alles. Ja, es gibt leider, wie es ja in Asien war, so gut, es gibt ja immer Refill. Deswegen nehmen wir uns auch sehr gut mit. Aber passt halt leider heute dann auch zu. Das ist, glaube ich, schon okay. Mhm. Bei was meinst du Refill? Ja, du kannst dann immer, du musst nicht aufzahlen, draufzahlen, sondern kriegst einfach was nachgefüllt. So, Dessert ist jetzt fertig. Wow, Matcha-Rollen. Keine Zimtrollen oder Zimtschnecken. Matcha-Schnecken. Auf geht's, wir haben Hunger. Also erstmal Zimt. Wow. Soll ich hier mal leuchten? Dass du das mal hier Licht in deiner Kamera hast. Danke. Ja, dann lassen wir uns jetzt das Dessert schmecken und melden uns gleich wieder mit der Punktevergabe. Matcha-Schnecken. Mit schwarzer Sesamfüllung. Genau, und hier und ist Matcha-Icing. Mit schwarzer Sesamfüllung. Das Matcha-Icing, das haben wir hier auch noch. Das heißt, wenn falls jemand noch mehr braucht. Wow. Noch mehr Zucker braucht. Ich habe noch nie Matcha probiert. Nein, noch nie Matcha-Latte oder so getrunken. Noch nie. Also ich feier tatsächlich Matcha Latte auch nicht so mega, aber probiert habe ich schon mal, weil man geht ja mit dem Brett. So, wie schätzt ihr denn den Abend ein? Ja, ich glaube, das wird doch ein gelungener Abend, oder Robin? War ein gelungener Abend. Und ja, die Nachspeise war ein bisschen zu trocken. Die war zu trocken, aber an sich? Die Hefe ist nämlich nicht so aufgegangen, wie wir es wollten. Das war schade. Das ist so der einzige Punkt, wo ich selber... Den wir uns selber das abziehen würden. Aber dann würden wir wieder einen draufrechnen, weil wir auch nett sind. Weil wir auch gute Getränke hatten. Genau. Fritz Cola. Und ja, aber doch, also das ist schon... Es hat sehr viel Spaß gemacht, es war richtig schön. Ja, ich spiele mir noch ab raus, und dann treffen wir uns gleich dann draußen wieder mit allen und spielen dann ein Spiel. Und ja. Aber sonst hatten wir einen schönen Tag. Und sind glücklich, dass jetzt zweimal für uns nochmal gekocht wird. Kommen wir zur Bewertung. So, jetzt sind wir mal bei der Punktevergabe mit dabei. Immer. Was sagen wir zum Dinner? Erstmal vielen Dank. Wir wurden nicht enttäuscht. Asiatische Küche. Richtig lecker. Richtig, richtig lecker. Wow, 1A. Es war also es fing schon gut mit der Karte an, die so wunder. Also ich habe wirklich noch nie so eine wunderschöne handgeschriebene Karte gesehen. Also, ich bin pappsatt. Ich auch. Es war richtig lecker. Wir haben es aber auch nicht anders erwartet. Es war wirklich. Komm aus dem Kanten gar nicht mehr raus. Mehr als in Ordnung. Ich glaube, es war heute mehr Essen da als gestern. Ja. Ich glaube, heute ja, war auf jeden Fall sind die Leute bestimmt ein bisschen satter geworden als bei uns, würde ich jetzt mal sagen. Vorspeise, der Wahnsinn, vor allem die Soßen. Vorspeise, 10 Punkte. Küche.
Hauptspeise 10 Punkte. Nachspeise. Der Nachtisch, wie fandst du den? Auch super. Hm. Also ich fand den richtig lecker. Das waren so Matcha-Schnecken. Und die meinten, der Teig wäre zwar nicht so richtig aufgegangen, aber ich fand es irgendwie lecker, weil das war so eine Mischung zwischen ein bisschen keksig, aber halt auch so Kuchen. Also ich fand es richtig lecker, weil es ein bisschen knusprig war. War nicht so ganz mein Geschmack. Ich fand es super lecker. War lecker, aber nicht ganz so mein Geschmack. Außen war es ein bisschen zu hart. Mega Pluspunkt, die beiden haben sich bei den Getränken auch was Gutes überlegt. Sie haben nämlich die quasi Lieblingsgetränke von einigen von uns besorgt, haben hier mit Fritz Cola geprahlt und für dich extra Weizenbier geholt. Also da haben sie sich was Gutes überlegt, muss man so sagen. Gastgeber, 10 Punkte, es war immer jemand mit am Tisch. Immer Zeitmanagement. Zeitmanagement, top. Top. Extra Punkt noch mit Getränken aus der Heimat, die wir sehr gerne trinken. Ja, das war schon. Gestern war es ja auch fast eine 10. Ja. Wir können uns nicht entscheiden. So, die zeitliche Abfolge war ein bisschen besser. Man hatte nicht ganz so lange Wartezeiten. Dafür hat mich jetzt die Nachspeise nicht vom Hocker gehauen. Die war lecker, die war richtig gut. Aber haben sie auch selber, glaube ich, gesagt, ist halt nicht so aufgegangen. Genau, mit der Hefe war nicht ganz so, hat nicht ganz so hingehauen. So ein bisschen fluffiger und nicht ganz so, genau, außen war es dadurch ein bisschen trocken. Die waren heute den ganzen Tag im Bus beschäftigt. Ja, die haben den ganzen Tag gekocht und das jetzt nur um dieses Projekt, was wir jetzt quasi machen, dabei zu sein und uns da zu unterstützen in unserer Idee, die wir jetzt hier hatten. Das ist schon echt toll. Ja. Deswegen kommen wir jetzt zur Punktevergabe und das ist natürlich ein Wettbewerb, deswegen möchten wir da auch fair bleiben, aber wir können keine andere Punktzahl vergeben, denn für uns war das das perfekte Dinner. Also gibt es 10 Punkte. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, wir sind uns auch hier einig gewesen. Für euch gibt es 9 Punkte. Vielen Dank für den schönen Abend. Ja, aufgrund der Nachspeise. Ja, mach du. Nachspeise war eher so 8. Das ist 9 Punkte. Wir müssen ja leider als Team entscheiden. Ja, 9,5 Punkte. Das war bis auf die Nachspeise rundum perfekt. Ja, das war wirklich perfekt. Vielen, vielen Dank für diesen schönen Abend. Jetzt, wir fahren, jetzt langsam. Nee, wir werden morgen spontan das Camp abreißen. Abreißen und das Camp verlassen und können leider nicht mehr daran teilnehmen. Nee. Wir hätten gerne sehr auch, ja, wir hätten sehr gerne gezeigt, was wir so können, aber wir müssen leider weg. Macht's gut, tschüss. Somit gibt es für Julian Robin ebenfalls 28 Punkte. Nächste Woche sind Janis und Maya dran. Das Menü steht seit 10 Minuten. Und wir sind gespannt, mit welchem Menü sie ihre Gäste verzaubern wollen. Ah, oh. Oh. Da bin ich sehr gespannt drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls dir das Video gefallen hat, dann gefällt dir vielleicht auch der erste Teil. Und in ein paar Tagen kommt auch schon der dritte und der vierte Teil raus. Also abonniert unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao.